Sind wir jetzt in eine sehr gefährliche Korrektur oder haben wir eine wunderbare zweite Chance als Longis erhalten? Mein Name ist Nazila Jafari, heute 13.10.24 mit einem kurzen Update. Ja, wie haben wir in den letzten zwei Videos gesagt, wir oben an den Widermuskel nach meinem System, die ich euch mit allen Medien, die mir zur Verfügung steht, vor allem in Instagram und auch YouTube, mitgeteilt habe. Das ist hier für mich ein Muskel und meinen kurzfristigen Positionen, die euch auch bekannt sind, vom Bereich 18.200 werden hier glattgestellt und wird den großen Long-Positionen sehr massiv und sehr aggressiv gehatcht und vor allem Stopp nachgezogen. So, wo ist der Stopp nachgezogen? Habe ich euch auch gesagt, erstmal grob, weil ich gehe von einem Rücklauf, also einer Korrektur bis mindestens Bereich 19.035, 19.000 aus, also genau da, wo ich seit mehreren Monaten der Maximalbereichen hier erwähnt habe, wie ihr von anderen Videos seht. Und da wäre für mich für den großen Long-Position erst einmal ganz wichtig. Das bedeutet ja auch, dass hier eine wunderbare neue Chance für einen neuen Einstieg Long gibt, wenn ihr eine Checkliste habt, diese Checkliste anwenden könnt und entsprechend die Gefahren in diesem Bereich auszuschließen. Ich zeige es euch mal dann in, hier ist das der große Chart, die ihr alle kennt, die ich nicht extra nicht verändern möchte und ja, nicht jedes Mal andere Chart zu zeigen, aber hier im Detail zu erkennen, das ist der Bereich der 19.035. Und hier ist der letzte Sonntagsupdate. So, was haben wir gesagt? Von jetzt Freitag aus, also von diesem Bereich, die wir am Freitag waren, mindestens, also da musste man direkt am Montag bzw. am Freitag. Freitag geht es halt eben schlecht, da musst du wirklich viel können, aber am Montagmorgen, dass der Checkliste anwendet und schaut, was der Markt hier in diesen Bereichen sagt, von hier bis maximal 19.424, die ich zumindest mal die Linie eingezogen habe, da wird es wieder einmal gefährlich, müsste man aufpassen für ein kurzfristige neues Tief im Bereich 1935 bis zum Bereich 19.000 und maximal und so weiter und so fort. Wir haben gesehen, direkt dann Montagmorgen hat der Markt schon oben gezeigt, in viel kleineren und jemand, der zumindest mal von mir gehört hat, weiß es, dass wir den Markt sehr klein schalten und natürlich schauen, was der Markt für uns pro und contra gibt und entsprechend in eine oder in andere Richtung einzusteigen. Ich habe eine Long-Position hier aufgemacht gehabt, auch wieder mit der Checkliste. Das bedeutet, und Plan und Checkliste ohne Plan geht sowieso nicht, und habe einfach mal meine Long-Position am Freitagabend, so wie ich in der letzten Video auch gezeigt habe und gesagt habe, gehatcht. Das bedeutet, einmal Fuß in der Tür und der Long-Position wegen Wochenende einmal reduziert. So, die Situation hat sich immer noch nicht geändert, außer dass ich eine bessere Long-Position vom Bereich 1935 bekommen habe und entsprechend. Dann habt ihr gesehen, dass da relativ schnell der Markt bis 19.424 dann einfach gegangen ist. Hier brauche ich ehrlich gesagt auch nicht zu sagen, da hat der Markt wirklich, ich habe mehrfach in Instagram euch dann mitgeteilt, schaut euch das Video an, weil hier wird der Markt angehalten. Das heißt, ist einfach mal eine Hedge-Position dringend nötig, denn Hedge-Position
kann man machen, muss man auch so kann machen, aus welcher Sicht die Hedge bedeutet, wenn du von hier Long hast und deinen Long behalten möchtest, weil wir sind in einer Situation gerade im Markt, der wir erst einmal, entweder ist eine riesengroße Chance für uns gewesen und aus der Long-Position oder ist eine sehr, sehr gefährliche Rücklauf und das kann jeder Moment genauso der Markt dann von den wichtigen Bereichen, die ich auch nochmal in diesem Video erwähne, nochmal einen Impuls down geben. Daher wichtig, dass wir auch wissen und nicht immer in eine Richtung denken, sondern wenn wir in Long-Positionen sind, systematisch euren Stopp so anpassen, dass es nicht unnötigerweise ausgestoppt wird und natürlich auch nochmal nicht einfach euphorisch im Markt bleiben, weil es ist einfach mal in den richtig wichtigen Zone, dass der Markt momentan sich bewegt. Okay. Zumindest mal, wenn du mein Follower bist als Absolventen der Fibonacci-Code, da brauche ich ja gar nicht sagen. Für jemanden, der Systematik lernt, weiß es ja auch ganz genau, was ich meine. Die haben auch 5 Calls pro Woche, dass sie immer wieder live mit, zumindest mal mit mir oder mit allen anderen ihren Pläne anschauen. Aber wenn du jemand bist, der noch nicht hier im Fibonacci-Code ist, zumindest mal, erkläre ich für dich. Aber natürlich auch nicht für die jemanden, der, wenn ich sage, von 19.636 mein Mussziel bis 19.35, dann fragt derjenige, welche Richtung. Naja, welche Richtung könnte es ja sein? Von 19.6 dann bis 19.35, also von oben nach unten, mein Freund, meine Freundin. Also, und wann 19.35? Von unten nach oben. So ist die Richtung zumindest mal an der Börse. Okay, also, wenn das jetzt nicht für dich die Frage ist, sondern von welchem Bereich, dann ist das halt zumindest mal hier richtig. So, hier haben wir gemacht, wie gesagt, eine Hedge-Position war dringend nötig, aber der Markt hat nach unten, zumindest mal vor diesen ersten Bewegungen, der impulsiv nach oben gegeben hat, wollte auch nicht mehr brechen. Ich würde jetzt wieder warum möchte ich meine Linien hier nicht verändern, sauber machen. Manchmal habe ich das Gefühl, soll wieder sauber gemacht werden, tue ich ja auch, aber ich will euch nicht irreführen, deswegen behalte ich einfach diese Linien. So, ich habe jetzt live für euch diese Linie reingezeichnet, das war das, was er nicht nach unten gegangen ist, durchgegangen ist und schlussendlich, genauso wie ich in der Video letzten Sonntag gesagt habe, schlussendlich in diesem Bereich, habt ihr gesehen, der Markt ist zu Ende gegangen. Also diesen Impuls ist einfach ausgelaufen. Das heißt, dann die Wahrscheinlichkeit, dass er nach oben skaliert, nach oben, ist gegeben. Okay, das ist jetzt genauso gut eine Profi-Version wie jemand, der am Freitag abend spät auch was macht, genauso wie letzte Woche ist oder gesprochen ist. Es ist eine Profi-Version, möchte ich vor allem für diejenigen, die Richtung auch nicht mal erkennen, nicht mal hier eingehen. Es geht nur darum, dass der Markt darunter wieder eine Chance zum Impuls hat, also Impuls down und relativ gefährlich. Also kann es sein, würde es sein, muss man sich darauf vorbereitet haben und nicht einfach mal blind irgendwas macht. Also wie gesagt, zumindest mal wirklich systematischer Stopp ist wichtig, dass ihr wenn ihr eine Long-Position aufgemacht habt, ohne großen Schaden Cashflow erzielen könnt. Cashflow bedeutet, dass du von deinen Positionen auch was hast und egal was passiert, nicht mehr, genauso wie letzte Woche, nicht mehr wirklich wehtut. Okay? Und das andere bedeutet ja auch, wenn du ja im Cashflow schon erzielt hast und willst mit deiner Long-Position bleiben, wo muss ich meinen Stopp anpacken, dass wenn der Markt da drauf bleibt, also genau diese Linie, was ich euch hier eingezeichnet habe, dass der einfach mal dann chillig den Markt sozusagen anschaue, ohne großen Schaden. Okay? Punkt aus. Okay.
Also für den einen Swing Trader, wo wir uns ja eben nennen, von Day auf Swing und von Swing auf den großen Positionen, die monatelang laufen, muss man Anfang einfach mal beobachten, Anfang richtig planen, richtig Checkliste wie 1935, wie hier oben anwenden, dass man nicht einfach überrascht wird, dass man nicht größeren Verlusten leiden muss und dann, wenn es gelaufen ist, bitteschön, dann ist das nur systematische Stoppsetzung und Gas rausnehmen, eventuell, wenn du wirklich profihaft ein bisschen unterwegs bist, Gas reingeben, aber mit Checkliste, mit deinem Plan steht ja und dann einfach mal laufen lassen. Ansonsten allein, dass man hier Cashflow aus den hier rauszieht und dann den Markt anschaut mit einem passenden Stopp, reicht wirklich völlig aus, um wirklich im Markt gut zu überleben. Okay, was hat der Markt gemacht? Bis zum Freitagabend habe ich euch, bevor der Markt geschlossen hat und ziemlich am Ende, dass ihr immer noch die Chancen habt, wenn ihr zumindest mal meinen Plan sehen möchtet. Ich habe im Nasdaq und DAX geschrieben, dass ich hier, genau hier, wo der Markt ist, beziehungsweise Nasdaq am Hoch war, halbe Stunde vor dem Schluss, ich würde jetzt meinen Positionen komplette Cashflow jetzt wieder rausziehen, Wochenende und hedgen. Hedgen bedeutet, einen, wenn du dein, da wieder ne, eine Long-Position hast, wieder eine Short-Position dagegen aufmachen, weil diesen Bereichen wieder genauso wie 1924 ist. Okay, so, das heißt, das haben wir, wie hier in der Story sieht, schon bekannt gegeben. Und jetzt geht es darum, was wird Montag und Dienstag wieder für eine Woche für uns zeigen. Ich habe letzte Woche auch gesagt, ihr fragt mich ja immer, warum Montag und Dienstag? Weil das ist auch nochmal eine Routine von dem Markt. Es ist wichtig, wenn du einen Plan hast, dass wenn der sich Montag und Dienstag, also spätestens, nicht zeigt, dass dieser Plan richtig ist, dann bist du komplett falsch. Also musst du, das ist ein bisschen mehr als was ich jetzt gerade erzählt habe, aber zumindest mal jetzt grob erklärt. Das ist ganz wichtig, dass du Bestätigung von deinem Plan von dem Markt bekommst. Ansonsten ist alles, ehrlich gesagt, kalter Kaffee. Es ist alles nur selbst ein bisschen Betrug. Also man will so haben und das wird immer wieder an die Börse Geld kosten. Bitte ein bisschen darauf achten. Ich möchte gerne, dass der Markt das und das macht. Interessiert der Markt nicht. Entweder hast du Plan und dann kannst du an diesen Bereichen, die der Markt, die du Plan hattest, wie oben, wie ich gesagt habe, schaut euch mal letzte und vorletzte Video an. Hier oben war mir klar in meinem Plan, ich mache hier und da einfach mal meine Hedge-Positionen auf. Für mich ist 19.1 und 19.035. Das heißt, ich gebe meine Position, die Hedge-Position, überhaupt nicht mal ab. Also würde ich gar nicht im Long oder was weiß ich denken. Nicht mal. Hab auch mal im Video gesagt, bitte wartet mal ein paar Tage, liebe Longies, und geht nicht ohne Sinn und Verstand einfach im Markt. Hier muss sich der Markt entscheiden. Alles andere ist kalter Kaffee. Auch wenn er 3 Wochen gedauert hätte, musstest du 3 Wochen auch warten. Und das können viele, viele Anleger leider Gottes nicht in einem Bereich reingehen, die du chancenreich, zumindest mal Chancen auf Erfolg hast. Ja, einfach nicht kaufen, nur weil du kaufen müsstest. Ja, Jahreshoch, Jahreshoch, interessiert mich nicht, Jahreshoch. Jahreshoch ist schneller Abverkauf, wie es dir recht ist. News und sowieso. Alles wird im Sande verlaufen. Wenn ihr bisher noch nicht auf euren Depots bemerkt habt, dann wird ihr leider Gottes immer noch dieses Jahr die Chance haben, dieses zu bemerken. Es ist meiner Meinung nach noch nicht die heftigen passiert, noch ist der Markt ein bisschen spielte, um warm zu werden. Also noch wird es ganz ordentliche Wohler, meiner Meinung nach, Meinung habe ich nicht, Erfahrung nach würde ich so sagen. Okay, gut, also von
Freitagabend. Von Freitagabend bis 1965. Also 1935, 1965. Also ihr seht ja, ich rede so über immer wieder so 20, 30, maximal 50 Punkte. Nicht wirklich großartige Risiken. Von da bis da. Deswegen habe ich gehedged meine Position. Dann ist das wieder der zweite gefährliche Zone, dass wir einfach aufpassen müssen. Ja, unsere Positionen, den Long-Positionen einfach mal, die wir Cashflow gezogen haben, wieder systematische Stopp haben. Okay, was, wo wird es gefährlich? Sicherlich unterhalb von 1904, 1924. Also darunter bleiben ist wieder genauso wie hier hatten. Das wird gefährlich und viel gefährlicher wird genau unter diesen Zonen, die ich euch jetzt rot gezeichnet habe. Also je nachdem, wie ihr wollt, dass ihr eure systematischen Stopp anpasst, darunter und dann natürlich dann wieder darunter. Das ist wirklich dann Alarmglocke hoch 3. Und wo könnte es gehen? Also zumindest mal unterhalb von 1935, 19.000, darunter, was generell ein bisschen Gefahr mit sich bringt, bis zum Bereich von 18.930, 18.900 mindestens. Ich rede von mindestens. Und erst einmal ist ganz wichtig, diesen Bereich, dann diesen Bereich und dann, wie gehabt, wie ich gesagt habe, ich ziehe mal nochmal hier, bevor ich meinem Chart nicht hier komplett zerschieße, also den Stop-Loss, die ich mal gehabt habe, ja, den wir von 18.200 letztes Mal gelangt haben. Zeige ich mal nochmal auf dem großen Bild, weil da ist wieder zu arg. Wir sind, ich habe hier 18.800 von aller maximalen Stopp genannt, von dem Long, die von 18.200 dann nach oben gegangen ist, also nachdem diesem Bereich dann passiert ist. Also es ist zumindest mal, ihr seht ja in dem großen Chart, dass da hier ganz wichtige Zone für mich ist, das ist unverändert, diese Linie von letzten Chart, könnt ihr genau anschauen, zumindest mal da, wo wir vor 2 Wochen da waren. Okay, also es ist sehr, 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 sehr wichtig für mich. Diesen Bereich muss man beachten. Wenn der Markt nach oben skalieren möchte und nochmal hier in Details, dann sollte es am besten oberhalb von 19.420 bleiben. Hier, darüber bleiben. Und maximal auch den allen Korrekturen, wie gesagt, nicht mehr unter 19.250, 19.230 gehen. Ansonsten wirklich aller Achtung, dann könnte man wieder eine Etage tiefer sehen. Ansonsten skalieren selbstverständlich bis zum Bereich wieder 19.6, 19.660 kann auf jeden Fall und beziehungsweise dann noch einmal ein Impuls oder ein Force Break nach oben geben. Force Break bedeutet, dass der Markt dann kurz da drüber geht und sofort abverkauft wird, wenn hier keinen Impuls gebildet hat. Ich habe versucht, wirklich in allen möglichen wichtigen Bereichen erst einmal hier in diesem Video erstmal zu nennen. Ich hoffe, ihr schaut euch mal vielleicht noch einmal an und schreibt euch dann in Ruhe auf. Bitte aufschreiben, sonst wird es Plan machen für euch. Und wenn du Plan hast und meine Follower bist, was meine Ehre ist, dass du dann nochmal diesen Marken für dich dann aufschreibst. Okay, wunderbar. Ich sehe ja, dass ihr das macht, weil ich höre ja immer wieder, wenn du als der 19.424 dann gekommen ist, haben die viele, sorry, wenn ich nicht wirklich jede beantworten kann, aber viele beantworte ich, auch wenn es Nacht um 1 ist,
Ja, Schweizer Uhr, ja, also und so weiter. Perfekt. Also, ich freue mich, dass das euch hilft. Und jetzt zum NASDAQ. NASDAQ haben wir in der letzten Videos ebenso erwähnt. Das ist für mich diesen Bereich ganz wichtig ist. Das ist sozusagen wie den Bereich 19.1935, das er gehalten hat. Und ich habe genauso, wie ich euch gesagt habe, auch nochmal am Freitag gesagt, ich habe gewartet, ob das jetzt mal wirklich nach oben ein bisschen Impuls bildet. Hat er noch nicht, also ich habe sogar bis zum Bereich 20.600, habe ich auch nochmal gewartet, dass er macht, hat er nicht gemacht und Freitagabend dann den Positionen, den Cashflow gezogen, um wirklich auf den wirklich wichtigen bzw. Safe-Zone einfach bin. Ja, hab euch ja, wie gesagt, hier seht ihr ja die Stories, dann nochmal erwähnt. Hier, ganz wichtig, zwei Zonen habe ich genannt, 20.600, 20.660, das ist die wichtige Zone nach oben, der maximalen, beziehungsweise genau da, wo am Freitagabend geschlossen hat, das Hoch, das wir jetzt hier sehen, die wir gehabt haben schon mal, diesen beiden Bereichen sind wichtig. Der NASDAQ sollte jetzt nach unten nicht mehr unterhalb der 20.200 gehen. Darunter ist, wenn der nach oben skalieren möchte, 20.200 ist wichtig. Okay, darunter kann wirklich wieder zu einer Kette nach unten führen. Die Kette kann bis 19.500, 19.200 einfach mal gehen. Also das heißt, die beziehungsweise in diesem Bereich ungefähr sogar ein bisschen tiefer. Okay, also hier ist wichtig, bitte behaltet auch mal euren Stopp maximal 20.200, 20.000, 30, 40, also ich würde, wenn man mich fragt, systematischer Stopp wirklich nicht so großartig darunter packen, also unterhalb den 20.000, den, dann kommt ihr in einem Strudel nach unten sozusagen. Und diesen, die braucht man nicht, weil das kommt plötzlich, wie hier mal der Fall war, ja, und dann überrascht dann einem. Macht euren Long-Positionen entweder in den Entstehungsbereich mit einem ganz klaren Zonen. Wo will ich hingehen? Warum mache ich den Long auf? Warum mache ich den Short auf? Wenn ich die aufmache, dann wie ihr in Videos hört, genauso wie hier der Fall war, weiß ich, dass ich in diesen Bereich reingehen möchte. Genauso wie ihr im DAX gehört habt, ich bin 19.660er Bereich reingegangen, wusste ich, dass ich 19.1, 19.030 mindestens im Visier habe. Und dann schaue ich die Entstehung und natürlich wende immer mal die Checkliste an und schaue den Markt an, ob der mir die Bestätigung gibt. Das ist verdammt wichtig. Wenn nicht, dann hast du kein System, keine Systematik, keinen wirklich klaren Plan und weißt du es gar nicht, warum. Die Checkliste der Welt kann ich euch geben und ihr kapiert es überhaupt nicht, wie manche sagen, Future Markt ist das morgen grün gewesen, sind wir long gegangen. Was ist das bitte schön für eine Aussage? Also komischer wirklich als ein Sicht, der jemand, der jahrelang Börsianer ist, komischer und wirklich nichts mehr aussagekräftiger als diese Aussage habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Die Futures sind grün, ja und die können 5 Minuten später rot sein. Ja, die müssen ja grün sein, um rot zu werden. Was ist das bitte für eine Aussage? Ja, also es ist so, ich bin bis heute gesund, also dann überlebe ich. Mein Gott, bitte, also sowas ist, kann wirklich von einem Nixkönner kommen. Ja, und wenn euch jemand das beigebracht hat, dann wisse, das ist einfach, darauf ist kein Verlass. Brauchst du gar nicht mich zu fragen.
ein Blick auf dein Konto zeigt dir, dass du mit diesen Aussagen noch nie ein Cent wirklich Geld gemacht hast. Und wenn du gemacht hast, das war purer Zufall. Ja? Durch den Zufall kann man leider auch in Casino Geld verdienen. Und das ist genau das Problem, warum Millionen Leute einfach mal in diese Casinos reinrennen und Millionen Leute irgendwelchen Typen followen, die ständig mit der Kamera vor der Nase einfach nur rumlaufen, anstatt wirklich Börsianer zu sein. Also solche Aussage ist, sorry, aber nicht zu gebrauchen. Fertig, aus. Da kann man wirklich keinen Cent darauf setzen. Daher, Futures sind grün, der Markt war positiv. Das kann innerhalb von Sekunden sich drehen. Und das ist kein Grund, dass man wirklich danach geht. Deswegen immer mal mit systematischer Stopp im Markt sein, immer mal wirklich wissen, wo muss ich meine Positionen wirklich gut ordentlich absichern, damit ich dann nicht, ja, irgendwie, wenn nicht Hedger seid, wenn ihr nicht wisst, wo, wie, was eure Positionen absichert und ich meine mit einem Hedge absichert, dann zumindest mal unbedingt mit Stopp zu machen. Das ist dringend wirklich zu raten. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Woche, eine erfolgreiche Woche und wisse bitte, kurz vor der Wahlen aktiv zu sein, viel zu viel aktiv zu sein, vor allem ohne Plan. Das bedeutet, dass ihr wirklich Geld zu viel habt und möchtet ihr sehr gerne und bereit seid, aus dem Fenster rauszuwerfen. Wisse, es gibt Leute, die das können und werden diesen Geld gerne auch ansammeln. Daher Vorsicht bitte ein bisschen. Ich wünsche euch eine schöne Woche, eine sehr erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Video. Alles Liebe der Welt, eure Nasila.